Hallo und herzlich willkommen zurück zu Haus Flipper, unserem kleinen, aber feinen Renovierungsspiel. Wir sind stehen geblieben. Ich weiß gar nicht mehr. Ich glaube, wir sind vom letzten Auftrag zurückgekommen, der mit dem Vater und der Tochter, wo wir dieses Schlafzimmer in zwei Schlafzimmer teilen mussten. Wenn mich nicht alles täuscht. Ach nee, und zuletzt hat man das tolle Minecraft-Bild aufgehängt, das, wie ich finde, den Raum hier extrem aufwertet. Ich finde es auch gut, dass wir hier eigentlich keine Küche haben, aber wir haben ja Küche, was rede ich denn? Ich würde sagen, ohne langes Federlesen? Wie sagt man denn? Ich weiß gar nicht. Wir machen direkt weiter. Wir gehen direkt zum nächsten Auftrag. Anthony Cray. Mr. or Mrs. Recently, large rooms have become popular, which is proven by the fact that my neighbor and the neighbor of my neighbor demolished several walls in their homes. Mhm. Also er möchte die Wand zwischen Wohnzimmer und Küche und Korridor abgerissen haben. Und er möchte gern die Wände in seinem Schlafzimmer hellblau. Alles klar. Ich meine, mir egal, was der möchte. Ich mach's halt einfach. Mal dieselbe Nachbarschaft, glaube ich. Also, vom Layout her. Manchmal schauen die Häuser natürlich anders aus, aber okay. Mal gucken. Das finde ich ja schon mal ziemlich gruselig, wenn man ins Haus kommt und steht in so einem kleinen Vorraum. Das finde ich immer ein bisschen bedrückend. Schlafzimmer. Das sieht nach so Gästezimmer aus eher. Wow, das ist aber minimalistisch eingerichtetes Wohnzimmer. Okay. Sleepy Blue hätte er hier gern an der Wand. Alles klar, das kriegen wir hin. Bald. Ach, hier. Ah, okay, ich verstehe, warum er die Wände rausgerissen haben möchte, weil es ist echt beengend. Wo fangen wir denn an? Wir fangen hier an. Er möchte hier die Wand rausgerissen haben, richtig? Also er möchte die kompletten Wände. Oder ich würde sagen, er möchte die Wand hier wegkommen. Also bitte das Stück hier. Und die da. Oder? Wir probieren es jetzt einfach. Mal gucken. So, wie ging das denn nochmal? So, Demolition. Erstmal fett auf die Wände einkloppen. So mögen wir das. Bams. Bams. Noch sieht man nicht viel, aber es tut sich, glaube ich, was. Vielleicht. Aha. Achso, ja, die Hälfte fehlt schon. Ich glaube, ich klopfe es einfach noch draußen, deshalb sieht man nichts. Okay. Hübsch. Ich finde, das könnte man eigentlich so lassen. Oder? Ich meine, ist doch schön so. Nee. Ah. Oh, daneben gehauen. Okay. Ich frage mich, kann ich die Tür vorher verkaufen oder so? Oder muss ich die mit abreißen? Ah, guck dir, kann ich sellen. Ach ja, das ist ja super. Dann sellen wir die auch schon mal. Den Lichtschalter? Ach nee, den. Ach so. Ja, die Frage ist, wie macht er dann das Licht an, wenn ich hier die Wand rausreiße? Ja. Remove. Okay. Wir machen so weiter. Macht es eigentlich Sinn? Ich könnte einfach direkt unten hinhauen, oder? Ja. Raffaela, sinnvoll. Ich bin einfach so ein gutes Renovierungsunternehmen. So. Ja, macht das schon einen riesen Unterschied, wenn man hier reinkommt und die ist so offen, oder? Finde ich schon. Achso, oder wir lassen die Wand hier.
Wir lassen die hier dran. Wir probieren das jetzt einfach mal und den Rest kloppen wir weg. Mal gucken. Selber schuld, wenn er mir Geld dafür zahlt, wenn es ihm dann hinterher nicht gefällt. New Demolition Skill available. Upgraded Hammer. More Muscles. Muscle Strength. Und das heißt, ich weiß nicht so genau, was das hier bringt. Passionate Hammer Master. Force Demolition. Ich habe keine Ahnung. Ich mache mal das hier. So. Habe ich hier mal direkt unten hin? Das hilft nichts. Okay. Vielleicht reißt der bessere Hammer einfach gleich direkt mehr von der Wand weg. Bin mir nicht sicher, ob ich das hier richtig mache. Wir gucken einfach. Ich glaube, die da unten ist schon kaputt, oder? Ich hatte gerade kurzzeitig Angst, ich habe die Küche abgerissen aussehen. Kann ich hier drauf hüpfen? Kann ich. Aber es ist eh schon weg. Okay. Abreise macht Spaß. Hallo? Sofern er trifft. Jetzt. Okay. Wir kommen der Sache näher. Ja, ich glaube aber, uns fehlen nur. Also, ich glaube, ich muss die restlichen Wände doch rausmachen. Komme ich hier durch? Nee. Ist das schon kaputt? Ich warte mal kurz. Ja. Okay. Jetzt ist die Frage. Soll dann die Wand hier anrasen? Das finde ich ein bisschen albern. Aber okay. Ich meine. 10 Wände fehlen uns noch. Wir zählen mal kurz. Ich glaube. Einer der Dinge zählt immer als One. 1, 2. Also noch mehr als 10, oder? Wir hauen die mal nur weg hier. Okay. Na gut, dann hau ich halt die mit dem Lichtschalter weg. Ich frage mich halt echt, wie er dann Licht machen möchte. Kann ich einen neuen Lichtschalter kaufen? Ist die Frage. Ah ja, Tatsache. Ja, weißt du was? Dann haben wir das halt einfach weg. Aber ich kann den nicht verkaufen. Ich kann den nur removen. Richtig? Yes. That immoral. What? We're not playing Thief Simulator. Ach so. Okay. Alles klar. Wir werden einem Dinge unterstellt, dann hau ich ihn halt weg, wenn euch das lieber ist. Ja, seht ihr? Jetzt ist er kaputt. Wenn euch das lieber ist, dann machen wir das halt so. So. 28 von 35. Okay, ich hau jetzt die hier nur weg. Ah ja, könnt genau hinkommen, eigentlich. Hab ich sie? Ich glaube ja. Ich bilde mir ein, dass die anderen dann leichter wegbrechen, wenn in der Mitte schon eine fehlt. Wahrscheinlich bilde ich es mir tatsächlich nur ein. Ob ich gerade eine ganze Wand komplett auf einmal raus kann. Ein Hulk. Oh. Okay.
So hatten sie sich scheinbar vorgestellt. Jetzt müssen wir hier nochmal. Das ist halt natürlich eine total Banane, weil jetzt muss ich einen ganzen Eimer Farbe kaufen, nur um dieses eine Stück Wand zu übermalen. Aber okay. Ups. Das ist echt doof. Ich könnte es einfach so lassen. Da ist jetzt der. Guck, jetzt ist da der Lichtschalter. Ach, und jetzt kann ich ihn wegwerfen, aber ich durfte nicht removen. So, es waren zwei scheinbar. Jetzt kaufen wir erstmal einen neuen. War so einer, richtig? Oder? Ja, den machen wir halt jetzt hier hin. Oder? Ist das da der Lichtschalter für die Küche? Moment. Ich kann hier nichts drücken. Okay. Nee. Moment. Ich mach mal hier einen hin, ist mir jetzt egal. Ungefähr auf gleiche Höhe. Aha. Ah ja, der macht gleich beides an. Sehr gut. Macht der also die Flurlampe an? Ja, Tatsache. Das heißt, wir könnten den da eigentlich. Ist mir jetzt egal. Jetzt hat er halt 1000 Lichtschalter. Oder, ach so. Hat der auch den ganzen Raum angemacht? Ach so. Na gut, jetzt haben wir ihm heute einen Lichtschalter geschenkt, weil den kann ich jetzt auch nochmal verkaufen, oder? Weil wir sind ja kein Dieb. Ach doch, den kann ich wieder verkaufen. Okay. Wundervoll. Sehr schön. Sehr hell. Mach wieder aus. Okay. Streichen. Aber ich erwähne, wie doof ich das finde, dass ich jetzt einen ganzen Eimer Farbe kaufen muss. Ich weiß gar nicht, was das für Farbe ist. Ist es einfach nur weiß? Wir testen es. Oh. Sieht gut aus. Minus 1,40. Minus 1,40? Okay, und hier hätte er gerne Sleepy Blue. Mal gucken. Royal Blue. Navy Blue. Oh Gott, wie viele Blues es gibt. Sleepy Blue. Na dann. Soll sie haben. Pinsel? Also, der eigentlich kein Pinsel ist, aber egal. So. Auf. Fangen wir mal hier an. Neue Farbe. Also ich bin ganz ehrlich, ich fand das Blau vorher schöner, aber ach so. Nein, muss ja jeder selber wissen. Manchmal erinnert die Musik im Hintergrund doch arg an Sims. An Sims Baumenü. Vielleicht war das aber auch beabsichtigt. Toll, jetzt hat er die hier nicht mitgemalt. Und die da? So. 17%. Will er das ganze Schlafzimmer so haben? Also ich hätte dann Albträume, aber naja. Wenn er meint. Ich geh mal Farbe holen. Sicher ist sicher. Ach, ich sehe gerade erst, dass die Rolle ja dicker wird, je mehr Farbe sie drauf hat. Ah. So realistisch. Kann ich die jetzt? Tatsache. Ich kann zaubern. Okay, wir sind dann erst bei irgendwie 30% oder so. Der will echt das ganze Schlafzimmer so um. Verrückter Kerl. Ich stehe, glaube ich, gerade auf dem Farbeimer. Oh, okay.
Im Ernst, du willst wirklich das ganze Zimmer? Ja, bist du ganz sicher? Na gut. Wenn du meinst. Du musst hier schlafen können, nicht ich. Ich glaube, dann reicht mir aber die Farbe nicht. Warum wird denn jemand noch ein Minimum aufhören? Also ich meine, ich weiß, ich habe beim letzten Auftrag aufgehört, weil ich einfach nicht mehr wusste, was ich noch tun soll. Also, weil ja das mit den Wänden so komisch war. Das war jetzt natürlich Quatsch, aber egal. Wie ich einfach mit meinen dreckigen Arbeitsschuhen hier auf seinem Bett rumstehe. Das war das hässlichste Schlafzimmer ever. Ich finde die Farbe nämlich, also die Farbe an sich schön. Ist mal einmal leer. Ja, Kacke. Aber ich würde es nie im Leben mein komplettes Schlafzimmer damit. Okay, wir brauchen neue Farbe. Ups. Nein, ich wollte ihn wegschmeißen, danke. Okay. Okay. Wieder aufs Bett. Dass wir so lange Arme haben. Ach, ich bleibe immer mit dem Kopf an der Lampe hängen und dann klicke ich daneben. Ich hätte gerne einen neuen Skillpoint beim Painten, damit das alles ein bisschen schneller geht. Mache ich die Decke auch einmal irgendwann? Reicht das noch? Garantiert nicht. Ich nicht. Oh, die Lampe. Irgendwie bin ich verwirrt. Jetzt sind wir bei 89%. Was soll ich denn dann noch ummalen? Oh, 90%. Hä? Und jetzt? Habe ich doch alles angemalt. Ach nee, ach gucke, hinterm Bett. Einfach mal was vergessen. Na, sowas. Macht aber auch keine 100%. 95%. Ach, die außen an den Fenstern vergesse ich immer. Weil ich immer meine, ich maul dann außen. Geht das? Geht. Kein Problem für Monkey D. Ruffy.